Melden wir erstmal an Modan, dass ein bisschen was weggeht. Was ich melden kann, sollte ich melden. Ich habe einige der Gebiete ausgekundschaftet, von denen ihr gesprochen habt. Ja, aber warum sollte ich die Möglichkeit dafür öffnen? Ich dachte nur, dass ich das, was ich berichten habe, so viel Zeit, dass ich mich zu verzögern will. Diese Informationen über alle drei Gebiete brauche ich, wenn wirklich von dir die Entscheidung treffen kann. Was für ein Arsch! Ich bin heute zurückgekommen, um mit einem Teilerfolg meines Erfolgs zu berichten. Dabei hat mich abgewiesen mit den Worten, ich müsste alle drei Gebiete auskundschaften. Jetzt mal ganz ernsthaft, ist. Was für ein Idiot! Ich habe ja Teilinformationen. Angenommen, ich gehe drauf, dann sind diese Infos doch erstmal abgegeben, was doch gut ist. Okay, was muss ich alles machen? Okay, weiter östlich. Das heißt, ich muss quasi hochgehen. Dreckstöhlen. Ich meine, hier ist alles voll mit Fleisch. Also, Wollfleisch mag nicht qualitativ hochwertig zu sein, aber kannst es essen. Moment. Noch jemand? Hier noch jemand aufs Fressbrett. Hm? Anscheinend nicht. Also muss ich ganz nach Osten gehen erstmal. Schön, wie einfach mal die Kurve fliegt. Oh, ich habe mich schon gefragt, ob die neu kommen. Die Antwort scheint ja zu sein. Schön, dass die Viecher nur auf mich losgehen, oder? Will da noch jemand Ärger? Ich habe mich nur gefragt, ob da immer wieder neue kommen, und die Antwort ist anscheinend ja. Die Gefahr sind es jetzt nicht mehr wirklich. Ich müsste eigentlich immer nach oben gehen.
Dorf 3, aber hier war ich doch schon mal. Alter Ben! Heil euch, Fremder! Was führt euch zum alten Ben? Ihr seid weit entfernt von Avalanche schützenden Mauern, junger Krieger. Ich hoffe, ihr seid nicht entkommen, um Unterschlupf zu erbitten. Zwar habe ich für meine eigene Sicherheit hier gesorgt, doch kann ich den anderen kaum Schutz bieten. Andererseits, falls ihr gekommen seid, um mich vor dem huschenden Shaol zu retten, muss ich mich leider weigern. Seid ihr sicher, Herr? Shaol kennt keine Gnade und wenn sie euch entdecken. Macht euch keine Sorgen um mich, junger Welke. Ich konnte schon auf mich selber aufpassen, als ihr noch längst nicht geboren wart. Tatsächlich habe ich mich schon seit so langer Zeit vor anderen verbogen, dass ich mich manchmal direkt anstrengen muss, für jemanden sichtbar zu werden. In all den Wochen, die ich hier verbracht habe, seid ihr der Erste, dem ich mich enthüllt habe. Offenbar habe ich in meinem hohen Alter plötzlich Anfälle von Einsamkeit. Wenn ihr seit Wochen hier seid, könnt ihr wohl wirklich ganz gut auf euch selber aufpassen. Was genau tut ihr eigentlich hier? Falls ihr mir die Frage gestattet. Mein alter Freund hat nach jemandem gesucht, der ein wachsames Auge auf die Schaule hier im Dorf haben könnte. Weil ich wusste, dass das für die meisten ein Selbstmordkommando wäre, melde ich mich freiwillig. Ich scheint überrascht. Wenn ihr mich anschaut, seht ihr zwar einen Mann, dessen beste Jahre längst hinter sich ihm liegen, doch oft täuscht der äußere Schein. Kein Wunder, dass Mudam sich an mich wandte. Ihr Jungvolk urteilt viel zu hastig, um eure Geduld zu entwickeln. Ihr kennt Mudam? Ob ich ihn kenne? Ich habe ihm doch alles beigebracht, was er weiß. Mir scheint, ihr kennt ihn ebenfalls. Seid ihr im Moment etwa in seinem Auftrag unterwegs? Er hat schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gewagt, jemanden auszusenden. Ich bin tatsächlich in seinem Auftrag hier. Soll ich ihm eine Botschaft von euch überbringen, wenn ich zu ihm zurückkehre? Warum vergeudet ihr Zeit und quasselt hier mit dem alten Nannen, wenn ihr einen Auftrag ausführen habt? Ihr haltet euch bloß nicht mit irgendwelchen Nachrichten für ihn auf. Es tut mir sogar gut, so abgesondert zu leben. Und uns gesagt, falls mein Verdacht des Verrats begründet ist, wäre es mir lieber, wenn mein Aufenthaltsort in Avalon nicht allgemein bekannt würde. Viel Glück für euren Auftrag, Jüngling. Möge euch dem Erfolg bescheiden sein. Bevor ihr geht, will ich euch noch einen Rat geben. Diese Maske schützt euch zwar davor, gesehen zu werden, aber sie kann nicht verhindern, dass eine empfindliche Nase euch aufspürt. An eurer Stelle würde ich mir etwas überlegen, um die verwünschten Hunde zu übertölpeln und die Shaol so gerne benutzen. Verlassen durfte bin ich ungewöhnlich kundschaftlich. Ich vermute, es hat was damit zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Genug mit diesen dämlichen Versteckspielen hier. Ich werde jetzt einfach alles und jeden vernichten. Wie viel Resistenz zu Trümmern und Schneiden bin ich gut. Magie habe ich 67 Resistenz. Betäubung 29. Ah, oh, das ist dieser Ring der Gesundheit.
Ja, die Bogenschützen sind gefährlich. Kann ich nicht abstreiten. Also, sie machen richtig, richtig viel Schaden. Das war halt ein verdammter Pfeil von dem. Ich regeneriere zwar recht gut, aber die hauen halt so derbe rein. Oh, der Stuhl sieht doch noch gut aus. Der sieht sogar richtig gut aus. Einer von den Bogen. Oh, nö, anscheinend nicht. Bögen und Magie, meine einzigen Feinde. Und Magie, mein einziger Freund. Okay. Hier kommen wir in Richtung Osten. Dorf 4. Moment. Das sieht mir aus, wie als wäre das das, was ich suche. Oh, der sah schon cool aus. Wow, ist der gut gepanzert. Die haben schon ein paar gute Sachen da. Also der war gut ausgerüstet. Und auch diese Sachen sind nicht von schlechten Eltern. Vielleicht doch nur normales. So, hier bin ich aber sehr weit im Osten, glaube ich. Errungenschaft freigeschaltet. Scouts Enemy Camp. Naga, eine Naga. Ach, Moment. Die Berichte über Nicht-Menschen waren wahr. Diese grotesken Einheiten aus Mensch und Schlange haben den Oberkörper eines Mannes, sind aber vom Rumpf abwärts Schlangen. Von ihrer Lage her müssten es Verbündete der Shaul sein. Die sehen aus wie die Würm aus Seven Kingdoms. Ja. Haben aber nicht lange durchgehalten. Ein Armbrust oder irgendwas? Bringe ich gerade eure Verbündeten um? Coole Sache. Jetzt müsste ich ja eigentlich alles gemacht haben. Ich habe bloß noch diesen scheiß Start noch nicht gefunden. Wo bin ich hier? Dorf 4. Komme ich nicht rein? Das ist ein verschlossenes Haus. Und vor denen hatten wir Angst? Es ist ja nicht so angsteinflößend gewesen. So, hier ist noch ein bisschen was. Vor allem kaum. Das war ja jetzt wirklich nicht viele.
absolut gar nichts. Das ganze Feld ist relativ leer. Ah, hier ist was. Hier geht's weiter. So, habe ich jetzt alles, was Mudan wissen wollte? Ich weiß es nicht. Ne, vorher, ich weiß immer noch nicht so genau, was sie vorhaben. Außer, dass wir uns umbringen wollen, aber ansonsten. So, das. Oh, okay, Blasebalg. Auch noch für Rot dieses. Ist das das Zelt? Weil ich habe ja ein paar gefunden. Meisterkundschafter. Da war ich auch noch nicht in Dorf 8. Seid grüßt, junger Krieger. Wie ich sehe, seid ihr neu im Lager. Sagt an, seid ihr wie alle anderen gekommen, um euch die Gunst des Meisters der Kundschafter zu erringen? Sicher wollt ihr mich mit der Kunde eures Mutes und eurer Kampffertigkeit beeindrucken, damit ich vor lauter Eifer meine Weisheit mit jemandem so würdigen wie euch zu teilen kaum an mich halten kann. Nicht? Wie seltsam dennoch, sagen mir all meine Instinkte, dass ihr nicht so wie die anderen seid. Egal, bestimmt seid ihr auch nicht begabter, von mir zu lernen, als alle anderen es in letzter Zeit waren. Wahrlich, Kundschaftermeister, ich bin neu im Lager und weiß nichts über euch. Was mein Mut und meine Kampffähigkeiten angeht, so sprechen meine Taten für sich, finde ich. Gut gekontert, Krieger, ihr besitzt Feuer, so viel ist sicher. Dennoch würzt ihr eure Worte so, dass sie nicht nach Arroganz schmecken. Eindrucksvoll in der Tat, betrachtet sie lange und intensiv. Dennoch finde ich es seltsam, dass ihr noch nichts von mir gehört habt. Ich stamme sicher von einer der entfernt wohnenden Sippen. Vielleicht wäre so ein Ungeformter wie ihr die perfekte Anwärter für meinen Unterricht. Im Gegensatz zu vielen hier scheint ihr ohne verletzten Stolz Neues aufnehmen zu können. Sicher wird bald ein würdiger Anführer erscheinen, Herr. Ich glaube, er ist bereits erschienen. Ja, er könnte derjenige sein, der meine Weisheit empfangen kann. Falls ihr nicht bereits einen Wachrundgang zugeteilt seid, möchte ich die Fertigkeiten, für die ihr so bescheiden schweigt, gerne eine Prüfung anziehen. Besteht ihr sie, lehre ich euch vielleicht einigen Kundschaftstechniken, die ich ein Leben lang vollkommen habe. Was meint ihr dazu? Die Finger von jemandem wie euch zu lernen, kann ich nicht ausschlagen. Sehr gut. Bevor ich nicht den fortgeschrittenen Unterricht beginnen kann, müsst ihr mir beweisen, dass ihr zumindest eine Begabung für die Kunst des Pöschens besitzt. Ihr müsst ein Kleidungsstück aus dem des Hunde. Was? Aus Hundeabricht das Zelt entwinden, ohne entdeckt zu werden. Um dies fertig zu bringen, müsst ihr die Aufmerksamkeit seiner Hunde entgehen. Das Zelt des Hundeabrichters steht in der Nähe eines halb zusammengestützten Eckturms in der Mauer des Dreckwühlerdorfes, südwestlich von hier. Wenn ihr mit dem Beweisstück zugehört, werde ich euch in der Kunst der Tarnung unterrichten. Versteht ihr diesen Auftrag und nehmt ihn an? Ja, ich zurück. Sobald ich einen Gegenstand habe. Hab ich den nicht schon? Ist das nicht der hier? Meisterkundschafter hat beschlossen, mich zu prüfen. Ich soll ein Kleidungsstück aus dem Zelt des Hundemeisters holen, ohne die Hunde dort zu alarmieren. Das Zelt des Hundemeisters steht in der Nähe eines verfallenen Eckturms. Ja, ich bin gerade einem sehr beeindruckenden Shaul begegnet. Er ist der Meisterkundschafter des Lagers. Ein Titel, der ihm anscheinend auch als Name dient. Er hatte das an sich, das ihn von allen anderen im Lager unterscheidet. Zuerst hielt ich ihn für kurz angebunden, aber jetzt weiß ich, dass er einfach in der Lage ist, andere schnell und korrekt einzuschätzen. Ich fürchte, eine starke, klare Sicht würde den Betrug meiner Maske durchschauen. Doch verbarg die Tarnung meine Identität völlig. Ich scheine auf ihn sogar einen positiven Eindruck gemacht zu haben und bin zuversichtlich, dass er mich ausbilden würde, wenn ich darum bete. Es könnte eine einmalige Gelegenheit sein, einige der geheimnisvollen Fähigkeiten der Shaul-Kundschaften zu erlernen. Trotz der großen Gefahr, die eine so scharfsinnige Persönlichkeit für die Sicherheit meiner Tarnung bedeutet, meine ich, dass Risiko gerechtfertigt ist. Wenn ich mir dadurch mehr nützliches Wissen über die Strategien unserer Feinde erlangen kann, habe ich es schon gemacht? So. In der Tat, mein neuer Schüler, obwohl dieser Auftrag weder besonders schwierig noch gefährlich war, hat er den Zweck, euch zu prüfen, bestens gedient. Auch kann der Gegenstand selber zur Lehre dienen. Ihr werdet finden, dass euch ein einfaches Hemd durch seinen Geruch tarnen kann. Genauso wie Bewegungen,
die die Natur nachahmen. Euch vor der Sicht des Feindes zu verbergen können. Es gibt viele Methoden, ungesehen vorüberzuziehen. Seid ihr bereit, sie zu untersuchen? Ich bin bereit für eure Lektion. Kunst der Tarnung. Minus 15 Beschränkungen. Eine lange Erklärung und Demonstration erfolgt. Das ist die Essenz der Tarnung. Die Lektion hat mein Wissensdurst erweckt. Gibt es weitere Fertigkeiten, die ihr lernen könnt? Also wünscht ihr, euer Training fortzusetzen? Ausgezeichnet. Ich habe noch einige Aufgaben, die ihr im Tausch gegen den Unterricht für mich ausführen könnt. Sie werden euch vielleicht ungewöhnlich erscheinen, doch versichere ich euch, dass sie den Boden unseres Volkes ziehen. Die Wahl liegt bei euch. Plus 5 Verteidigung, minus 5 Treffer. Okay. Werkt ein paar taktische Landkarten, die beim Leichnam in Dreckwilder vermutet wurden, und lernt ein Schattengänger zu sein. Plus 3 Koordination wird schon verstohlen. Minus 5 Treffererholung. Habe ich dafür? Eine Gruppe Ex-Menschen befindet sich augenblicklich in unserem Lager. Und im Vorwand, mit uns ein Bündnis zu verhandeln. Ich habe erfahren, dass ihre wahre Absicht ist, unser Vertrauen zu gewinnen und dann in deinen Hinterhalt zu locken. Dafür müsst ihr sie umbringen. Zur Übung in den Künsten der List. Tut dies ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr findet sie in einem verlassenen Bauernhaus südlich von hier und nördlich des Mithras Zelt. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr dies erledigt habt. Habt verstanden? Ja, ich kehre zurück, sobald ich sie getötet habe. Bis dann. Habe ich schon gemacht. Der Meisterkundschafter meint, das Hemd, das ich von dem Huntermeister genommen habe, könnte helfen, die Hunde im Lager von meiner Fährte abzubringen. Das glaube ich aber auch. Und er hat es mir nicht weggenommen. Gut. Weiß genau. Die sind erledigt, ja? Dann werden wir jetzt eure Kampffertigkeiten schärfen. Die Technik, die ich fokussieren nenne, ist eine lange Erklärung und Testation folgt. Obwohl Kämpfen nicht die Hauptaufgabe eines Kundschafters ist, ist ein Kampf jedoch oft genug unausweichlich und eure Aufgabe zu erfüllen. Damit beende ich die Lektion. Okay, ich habe wahrscheinlich keine Punkte mehr, oder? Ah, mir fehlt noch ein Punkt. Dorf 4. Halt, Mensch, unten ging es doch noch weiter. Da könnte ich noch mal einen Trainingspunkt kriegen. Dorf 8. Das Gebiet ist echt gigantisch, muss ich sagen. Aber als ich das Ding angezogen habe, sind die Hunde trotzdem nicht losgegangen. Selber schuld, wenn du mich angreifst. Einige greifen mich einfach an. Von mir aus. Die kriegen nie mal Trainingspunkte. Was für eine Affenpisse. Was ist das? Einfach nur eine sinnlose Truhe. Das ist ja toll. Gut, dass ich die gefunden habe.
Ja. Muss ich gucken, ob ich das. Vielleicht kann ich die Quest jetzt doch noch annehmen. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht so groß, was zu tun ist. Wo ich den Shankar-Stab finde, keine Ahnung. Moment, bin ich nicht. Doch, doch, vier. Hier bin ich richtig. Ich darf nicht mehr machen. Das ist ja schade. Aber ich habe jetzt genug Trainingspunkte, also muss es einen anderen Grund geben, warum ich nicht darf. Ja, ein Glück habe ich die Sachen schon hier teilweise erledigt. Aufgaben. Zeitpunkt des Angriffs habe ich keine Ahnung. Warte mal. Südosten, Südwesten. Okay, ein Stück. Weiter östlich müsste ich rein theoretisch noch. Ich müsste jetzt aber eigentlich soweit alles gemacht haben. Ich habe bloß dieses scheiß Zelt nicht gefunden. Gibt es überhaupt Dorf 15? War das ein Fehler, den die im Forum geschrieben haben? Oder ich habe es falsch im Kopf? Kann auch sein. Hier geht's nicht weiter. Ich muss auch sagen, ja, das waren diese Echsenmännchen hier. Menschen. Die ich einfach nur aus reiner Nächstenliebe getötet habe. Oh ja, er macht das schon, die blöden Hunde. Ich habe hier das ganze Lager ausgelöscht. Was wollen sie denn noch groß machen? Doch 15, hier soll irgendwas, hier muss es noch irgendwas geben. Es gibt tatsächlich ein Dorf 15. Ich glaube, ich habe das Zelt gefunden. Hoppla. Oh, hier gibt es sogar ein Dorf 16. Ich habe den Verräter Oberon gesehen. Obwohl es im Interesse Avalons läge, ihn sofort zu beseitigen, hat er einige kräftig aussehende Schamanen bei sich. Vielleicht komme ich später an ihn heran. Will ich ihn jetzt erledigen? Klaue ihn gleich mal alles. Ich glaube, die legen mich um. Warte mal, kann ich den töten? Das würde ich jetzt wissen. Boah, die könnten gefährlich werden. Ich glaube, die kann man nicht töten, oder? Nee, die kann man nicht töten. War nur ein Versuch. Aber sehr ärgerlich.
klaue ihm einfach mal alles. Er hat es nicht verdient, hier irgendwas davon zu besitzen. So, da habe ich schon mal alles für so rot. Was schon mal nicht verkehrt ist. Oh, wollte wirklich. Oh nein! Hörst du mal auf mit der Scheiße?